Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zu einer weiteren Folge von Conan Exiles mit der Mathilde zum Beispiel, die macht hier auch mit. Hi. Hi. Ich wollte eigentlich was anderes sagen, hab's aber im Augenblick wieder vergessen. Ach ja, was ihr vielleicht bei mir hier einmal gerade seht, ich habe das mit dem Kartenraum gerichtet. Dazu musste ich nur die Säulen, die Heinrich so schön gebaut hat, alle wieder abbauen. Aber jetzt haben wir hier so lustige Halbsäulen, die irgendwie an der Decke hängen. Und wir dachten uns, diese komischen Dinger eignen sich perfekt, um da Licht aufzuhängen. Hast du die Schelmfackeln schon mitgenommen? Nein, ich habe nur die hängenden Kohlefallen. Ja, die meine ich ja. Weil wir haben festgestellt, unsere Basis ist uns einfach ein bisschen zu düster. Genau, ein bisschen mehr Licht. Das ist genau, doch schick. Deswegen verteilen wir jetzt Licht. Sieht besser aus als vorher. Ja, ich finde das auch. Oh, doch, doch, das macht was her. Na, hier oben gefällt es mir zwar nicht, aber... Wir haben auch vor allem diese komischen Säulendinger haben hier jetzt eine richtig gute... Ja, mal gucken, wo könnte ich den noch... Oh, im Schlafzimmer haben wir noch nicht so viel Licht. So. Die hängenden Kohlefallen. Pfannen. Oh Mann, ich hab's heute noch im Spiel. Ja, Wundsekret habe ich auch wieder eine ganze Menge gemacht. Tüdelü. Dann ein bisschen Fisch kochen. Kein Kommentar. ich würde auch noch mal ein paar Fackeln draußen im Hof verteilen, ne? Ich hätte gerne am Turm auch noch, ja, im Hof oder an den Eingängen. Kannst du ja selber in deinem Turm machen. Ich habe 30 Stück gemacht und ich kann auch noch mehr machen. Ja, und wo hast du sie hingelegt? Ja, die war in der Werkbank. Aha. Gib, 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 gib. Ja, ich habe die jetzt auch geteilt. Mann. Ungeduldiges Wesen du bist. Fällt mir ein, ich muss ja noch singen. Wieso musst du singen? Ja, es wurde ein Wunsch geäußert bezüglich Titel mit. Nee. Die Frage ist natürlich, singe ich das Alte oder das Neue? Ich kann beide auswendig. Das muss nicht sein. Sicher? Ja. Sailor Moon war ganz schön cool. Ja. Aber nicht in meiner Kindheit. Kannst es ja mal einstimmen, wenn du möchtest. Hast du ja eh, glaube ich, letztes Mal schon. Jetzt möchte ich nicht mehr. Jetzt möchtest du nicht mehr. Nein, jetzt möchte ich nicht mehr. Aber Matt Mickey, du hast schon richtig vermutet, ich habe tatsächlich früher Sailor Moon geguckt und ich gucke Sailor Moon immer noch jetzt in der Sailor Moon Crystal-Version, die Neuauflage, die näher an den Mangas ist, die ich übrigens auch alle hatte und alle gelesen habe. Ja. Ich war aber kein Super Moonie-Fan. Ich möchte nicht fragen, aber ich frage trotzdem, was ist ein Super Moonie? In Kurzform. Die Super Moonies waren eine Band. Das reicht mir schon. Im Sailor Moon Universum, ja? Nein, das war eine reale deutsche Band.
Ah. Die haben sich Sailor Moon Kostüme angezogen und haben okay, dann danke. Das reicht. Das reicht mir schon. Danke. Ah, die brauchen noch so lange. Die sind gerade erst bei der Hälfte. Ja. Unsere Knüppelheinis. So, hab noch 5 Schellenfackel übrig. Ich weiß jetzt nicht, wohin damit. Aber sieht auf jeden Fall schon mal heller aus überall als vorher. Ich finde nur, der Turm könnte noch ein bisschen höher sein. Was willst du denn da noch hinmachen? Warte, ich komm mal mit. Ich habe keine Ahnung. Oh, hallo Carsten. Geh mal aus dem Weg. Ja, Carsten verfolgt mich. Das Problem ist... Ja? Wenn ich hier noch so noch eine Etage draufsetzen will, kriege ich auch da wiederum kein Dach, oder? Was ich... Das ist halt nach oben offen, ne? Ja, das ist aber scheiße. Wolltest du nicht noch das, was du letztes Mal abgerissen hast, irgendwie flicken? Was? Unten. Habe ich schon im Offscreen gemacht. Achso. Dann habe ich nichts gesagt. Weil ich habe beim Turm unten angefangen, die Sandsteine durch Ziegel-Foundations da zu ändern. Und habe bei einem da zu viel abgerissen. Ja, was wollen wir denn nur machen? Ja, das weiß ich ja nicht. Ich bin noch am Überlegen mit dem Türmchen. Hm. Ich meine nur, was meinst du denn? Ja. Den so lassen, wie er ist? Mit dem Schanfloch hier? Im Schundloch? Es ist dein Türmchen. Kann man die Steine so aneinander aufsetzen, so wie bei einer Pyramide? Nee, ne? Okay. Ja, so steinschräg, 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 so stufenmäßig. Nee, ne? Ich glaube nicht, nee. Dann wüsste ich auch nicht, wie ich das Ding zukriege. Ich glaube, du kannst jetzt hier auf diese Dachdinger kannst du auch leider keine Foundation setzen, dass du die als Basis nimmst. Das geht leider. Und die Säulen hatte ich sowieso auch schon mal den Eindruck, dass die nie wirklich tragend sind. Nee, das sieht man ja daran, dass ich die da unten weggerissen habe und es ist nichts eingekracht. Und die haben ja trotzdem nicht mehr gehalten. Also wenn du wirklich Halt haben möchtest, brauchst du halt... die Fundamente. Na gut, dann. Du musst übrigens bitte, bitte kein Gegengift mehr herstellen. Bitte, bitte, ich muss die Gegengift herstellen, um an die Marken zu kommen. Geht das nicht auch, wenn du Schlangenpfeile machst? Nee, dafür brauche ich die Marken, ja. Ach, du kannst die Marken gar nicht. Ach so, ah. Na, erst durch das Gegengift kriege ich die Marken und mit den Marken kann ich dann halt... Okay, weil im Mitra-Tempel kann ich die Marken auch einfach so herstellen. Also ich gucke jetzt nochmal nach. Wenn ich falsch liege, korrigiert mich, aber... Ich kann hier nicht einfach Marken herstellen. Okay, weil bei Mitra geht das. Da kann ich einfach Marken herstellen. Also die Marken sind halt durch das... Seht gegen Gift einfach eine Nebenproduktion, wie ich das so verstanden habe. Ja, also habe ich beim Ambrosia auch. Ja, also wenn ich Ambrosia herstelle, kriege ich auch die Manifestation des Eifers, aber... Ach nee, das ist Opfergabe für Mitra, kann ich machen. Opfergabe für Mitra. Ich könnte natürlich an der Aufwertung arbeiten. Dafür brauche ich Eisenverstärkung, geformtes Holz und Ziegel. Ich brauche Ziegel. Ja, Ziegel brauche ich eigentlich auch noch. 350 ich Stück. Bin noch gar nicht fertig gewesen hier. Haben wir noch Ziegel? Nee, ne? Ich guck mal. Also 173 sind auf jeden Fall da. Ja, dann... Ich guck mal hier, sind keine. Geh ich mal mit Carsten und besorge mal Stein. Ja, 1000 Steine habe ich noch. Die packe ich mal gleich einfach in die Schmelze. Ja, dann hole ich nochmal. Ansonsten, wenn du das machst, würde ich sonst einfach losreiten nochmal.
und ein bisschen Fleisch für unseren Jog besorgen. Kannst du auch gerne machen. Aber alleine gehe ich nicht in den Punkt. Klar. Klar. Mathilde allein im Rumpumpen? Tun die doch nicht weh. Na gut, ich traue mich. Oh, jetzt sollte ich natürlich auch das Messer mitnehmen, wenn ich das machen will, ne? Kann ich ja hinwarpen, nur leider nicht zurückwarpen. Warpst du mit dem Pferd? Ja. Oh, unser nächstes Pferd ist Pferd. Das ist wieder ein anderes Pferd. Das stelle ich auch hier drin mal schnell auf. Das ist jetzt dunkelbraun. Das ist ja eigentlich, also das ist von der Feldzeichnung ja eigentlich eher eine Ikona, möchte ich mal an der Stelle so sagen. Dann kannst du es ja ändern mit dem Namen, oder nicht? Nee, Epona ist Epona. Punkt. Und ich nehme auch keine andere Epona. Nein, nein, nein. Aber wenn ich dann schon mal Menschen schlachten gehe, kann ich natürlich auch Dingens besorgen. Dann gleich Haut, damit wir schön herbekommen, damit wir da Zeug machen können. Stahlfeuer. Und denk dran, wenn du teleportierst, einfach nur E drücken. Nicht lange gedrückt halten. Ja, das habe ich gelernt. Gut. Lernt's, ja. Okay, ich stelle mich gerade ein bisschen sehr blöd an. Wieso? Peinlich nichts. Kriegst du nicht tot oder was? Doch, aber ich habe gerade immer daneben geschlagen. Ach, schau an, wenn ich das mit dem Jog-Hackmesser mache, dann bleibt nichts übrig, dass ich häuten kann. Hm. Dafür kriegst du doch köstliches Menschenfleisch. Wow.
Mann, mit seinem Rost und gebrüllt. Wo bist du denn? Ach, da. Wir wollen ja irgendwann noch den Yog-Tempel aufwerten, ne? Ja. Pray come to us. Was? Schießt auf mich? Das kann ich auch. Oh mein Gott, der hat mich nackt geschossen. Oh nein, ich bin wirklich... Scheiße, der hat sowohl oben als auch unten. Toll, jetzt bin ich hier nackig am Kämpfen. Ach ja. Schick, schick. Du versuchst deine Feinde mit deiner Nacktheit und deinem Körper abzulenken, um in den Todesstoß zu verleihen. Ja, vielleicht. Ich meine, ich habe immerhin noch einen Helm, Stiefel und Handschuhe. I go to the great feast. Vielleicht hat ja irgendjemand einen Rock für mich, dass ich nicht mehr ganz so nackig bin. Ich bin ein anständiges Mädchen. Mehr oder weniger. Aber ich krieg immerhin ein bisschen Silbermünzen von denen. Ja. Ist doch schön, wenn man was bekommt, was man auch gebrauchen kann. Jo. Da liegt hier noch der Loot, von dem ich schon gesagt habe. Nee, da hatte nämlich irgendjemand hatte da ein Röckchen dabei. Na gut, dann muss ich halt nackelig weitermachen. Was soll's. Was? Ach, da ist noch einer. Noch einer. An wem laben wird, das werden wir noch mal sehen, ne? Ja, einfach ist, unschuldige, nackte Frauen angreifen. Kommst doch gut voran da im Tempel oder was?
Toll, die haben alle zwar irgendwelche Klamotten, aber natürlich nichts für meinen blanken Popo. Schönes, du bist zu leise. Ich baue. Okay. Ich ziehe Mauern hoch. Stein auf Stein und so. Okay. Fleisch. Kriegst pro Mensch nur ein Fleisch oder was? Ein gereinigtes Fleisch. Ja, du kriegst ja auch pro Mensch nur immer ein Herz. Leider ja. Ich würde aber mehr herauskriegen. Mehr herauskriegen wollen. Vielleicht gibt es ja Menschen, die haben eine Fehlgeburt oder sind halt mutant oder so, haben mehrere Herzen. Oder sind ein Space Marine. Die haben ja immer zwei. Space Marine. So, ich heile mich noch mal ein bisschen. Bevor es hier weitergeht. Man muss es ja nicht übertreiben. Ich bin immerhin nackt. Aber man muss ab und zu mal gucken, ob seine Rüstung noch heile ist. Im Eifer des Gefechtes. Jo. Jetzt habe ich tatsächlich sogar noch mal ein bisschen Haut bekommen. Cool. Ich weiß schon, wie wir die Folge nennen können. Wie denn? Nackte Amazone. Da kommt das Wort nackt drin vor. Es wird dann bestimmt mehr häufiger geklickt als die anderen Videos. Tja, wieder das Stein. Ja, kaum was. Und wieder nichts zum Anziehen dabei. Leute, achtet doch mal auf meine Anständigkeit. Ich kann das nicht selber. Ach, du hast auch nichts zum Anziehen dabei. Schlimm ist das. Ach Mist, wir brauchen eine Eisenverstärkung. Sisi?
Also Eisen haben wir genug, aber keine Eisenverstärkung. Ja, dann mach doch welche. Mach ich auch. Ich dachte, wir hätten noch welche, dass ich gleich unten noch meinen Turm weiter befestigen kann, aber leider nein. Boah, mein Smartphone fehlt mir, Alter. Schnauze hier. Scheiß Smartphone. Toll, jetzt kann ich mich noch nicht mehr hinter meinem Schild verstecken, weil es hier so dunkel ist. Dass ich meine Fackel laufen lassen muss. Hm. Belagerungskessel. Hm. Ich glaube, da baue ich mal einfach. Mach mal. Der leibeigenen Topf, der könnte auch eigentlich hier zum Jog-Tempel hin, ne? Ja. Ach, jetzt weiß ich, warum hier noch so viel Platz war. Warum? Ja, wir wollten doch hier so einen Friedhof für unsere Kameraden. Ja, den habe ich doch schon angefangen zu bauen an der Rückseite. Okay. Das sind doch schon drei Platztöpfe. Oder wir packen den hier hin. Der tanzt aber hübsch. War doch noch wer drittes, ach da. Müsste aber auf jeden Fall genügend Menschenfleisch gesammelt haben, dass wir dann den Tempel aufwerten können. Das ist schön. Also wenn wir das dann gelernt haben. Was mache ich in der Zwischenzeit? Weitere Mauern bauen. Warum triffst du nicht? So, hab ich. Was? Du schießt auf mich, du blöde Kuh? Das war der letzte Pfeil. Hohohoho. Ja, mal wieder hell werden, ne? Dicke Klopper. Ja!
jetzt weniger cool, muss ich sagen. Machen wir erstmal dich. Alle nacheinander. Jeder kriegt sein Fett schon weg. Keine Bange. So. Doofe Kuh. Dafür habe ich jetzt dein Bein. Hahaha. Waren jetzt alle. Ich kann ihn nach Hause kommen. Und ich habe nichts zum Anziehen gefunden. Ich habe immer noch einen nackten Popo. Ach, hier sind wieder ein paar gespawnt. Dann nehme ich die auch noch mit. Muss ich aber doch hier mal. Upsi dupsi. Machst du ein Gas geben oder? Ja, weglaufen. Aua! Oh 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 Das war dann doch ein bisschen zu wackelig. Aber nur ein bisschen. Ach, ich hab genügend. Ich komm nach Hause. Komm, Pferdchen. Toll, sitze ich hier nackelig auf dem Pferd, ey. Also, wir switchen, glaube ich, mal wieder zu dir rüber, weil irgendwie sieht das, ich weiß auch nicht, aus. Ein Porno-Pferd, ey, ist ja eklig. Ein bisschen, ey. Ih, da musst du auch einen Balken vormachen. Nee, da kannst du, jetzt, da kannst du so nicht zeigen, das geht ja gar nicht. Das ist ja Tiermisshandlung. Oh, jetzt habe ich von vorne gezeigt, wie ich abgestiegen bin. Ups, ja. Oh, ekelig. War so weit von mir, ne? Und hast du tolle Sachen gefunden? Nö, nicht wahnsinnig.
Ein bisschen Färbemittel, ein bisschen Verderbnispulver, ein bisschen Haut. Viel gereinigtes Fleisch, das ich jetzt nach Hause bringe. Der Verderbnispulver ist ja auch nicht schlecht. Ja. Daraus können wir, glaube ich, untote Sklaven machen. Ja, untote Sklaven. Ich reite, glaube ich, jetzt einfach mal nördlich der namenlosen Stadt lang. Mal ein bisschen die Wege variieren. Es kann ja nicht immer nur die gleichen Wege nehmen, ne? Ich bin ja auch in meinem Kontinuum. Für solche Ausflüge sind die... Alter. Also für solche Ausflüge sind die Pferdchen definitiv sehr praktisch. Man könnte ja auch sonst echt nochmal gucken, so auf einer Karte. Wenn man sich selbst so ein bisschen spoilert. Böse, böse. Wo so Dingens sind hier, wie heißen sie gleich? Dingensbums, ich weiß, was du meinst. Diese Teleportsteine. Säulen? Da. Genau, dann könnte man die mit den Pferden einfach mal abgaloppieren, zurückreiten und dann nach und nach da dann Kartenräume hinsetzen. Ja, ich würde jetzt vielleicht sogar einen nehmen, der in so eins der neuen Gebieten ist. So ein bisschen anspruchsvoll. So im Norden eventuell, ja. Genau, Norden oder im Dschungel. Oder da unten, genau, da im Dschungel. Da würde ich auch fast sagen, dass wir da vielleicht als nächstes hingehen. Also, dass wir dann da erstmal hinlaufen und dann die Folge erst starten, wenn wir da sind. Weil das ist ja schon... Erstmal braucht man einen Kartenraum dafür. Ordentlicher Weg. Ja. Da hast du... So, jetzt muss ich hier einen Weg durchfinden. Am besten... Nicht am Steinnasen-Oberkönig. Ich habe jetzt zwei Belagerungskessel gebaut. Ich weiß aber nicht, ob die was bringen. Weil ich hoffe, dass wenn sie uns angreifen, nicht einfach über die Mauer klettern, die Säcke, sondern wie man das so kennt, dass sie die Mauern angreifen, die Tore angreifen. Ah, wir haben so ein großes Tor. Das ist natürlich doof. Ja, du wolltest ja das große Tor. Du hast das ja extra noch. Ja, das sieht ja auch cool aus, aber dann müsste ich das Ding da oben dran bauen. So da drüber, damit es ja... Da muss ich jetzt mal basteln. Scheiße. Carsten, wir müssen nochmal los. Wir brauchen nochmal Stein. Aber wir wissen ja jetzt Gott sei Dank auch, wo wir relativ schnell relativ viel Dämonenblut herkriegen. Ja, woher denn? Na, da bei dem Latztypen mit dem Hosenlatz in der verlorenen Stadt, in der namenlosen Stadt, mit der Riesenschlange. Da hatten wir doch recht viel gekriegt. Kann sich gar nicht mehr dran erinnern. Oh, hallo Heinrich! Das arme Tier. Gott sei Dank ist da ein Sattel. Warte mal. Komm mal, genau. Ich steck mal ab. Du bist ja nicht abgestiegen wie eine Dame. Also, das war nicht Damen-like. Ich reite ja auch nicht im Damensattel.
Also, warum sollte ich wie eine Dame absteigen, wenn ich noch nicht mal einen Damensattel reite? Naja, warum zieht man... Also, normale Leute würden ja auch erstmal Kleidung anziehen, bevor sie ein Pferd reiten. Ich stelle mir das echt unbequem vor. So nackelig. Auf ein Pferdchen. Ja. Und dann im wilden Galopp. Ich hatte mal Spaß. Mehr sag ich nicht. Ach ja, und mit Rechtsklick kann ich ja die Klamotten gleich anziehen. Ich habe auch so viel Menschenfleisch. Das kann ich ja irgendwie kochen, dann kann das in den leibeigenen Topf. Spricht was dagegen? Leibeigene Topf ist schon gebaut. Ja, aber ich meine, das Menschenfleisch können wir ja da reinhauen, oder? Wenn die Leute es essen. Warum nicht? Ich meine, dann verwirkt es nicht. Das ist ja trotz allem frei. Ich glaube, ich muss meine Klamotten mal wieder färben. Wir haben so viel Färbebedarf mittlerweile wieder. Wie lange geht denn die Aufnahme schon? Oh, 42 Minuten. Oh, ne, denke ich, können wir auch eine Pause machen. Ja. Kann ich im Offscreen weiter Steine hacken. Jo. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal. Mal gucken, vielleicht trauen wir uns wieder an die Dings ran, an einen weiteren Kartenraum. Wir gucken mal. Ja, genau. Gut, dann haut rein. Ciao. Tschüss.